Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Und es regnet. Und wir lesen was. Es ist eine Frau im Tal aufgetaucht, die weder zu uns noch zu ihnen gehört. Ich habe sie in der Nacht gesehen, in der Elias starb. Sie kämpfte gegen die Männer, die uns verfolgten. Unsere Späher haben meinen Vater und diese Frau gemeinsam gesehen, in Freiheit. Niemand weiß, was sie will oder ob wir ihr trauen können, aber wenn sie meinen Vater zurückbringt, hat Gott uns vielleicht noch nicht verlassen. Zwei Fähigkeitspunkte. Hey, nice. Was gönnen wir uns denn? Kurzzeitig keinen Schaden. Kurzzeitig keinen Schaden. Schneller Heiler. Bla, bla, bla. Pfeile wiederfinden, gönnen wir uns mal diese einfache Fähigkeit. Sollen wir mal die Bogenexekution machen? Ah, komm. Ich brauche die halt nicht, also diese Fähigkeiten, die sind not worth. Die sind einfach nur, ja, zusätzlich. Brauchen tue ich sie nicht. So, wir könnten mal unser Sturmgewehr upgraden. Schussfrequenz. Mhm. Repetiergewehr. Ach ja, stimmt, das haben wir ja. Das Goldfang ist ja das geilere Repetiergewehr. Ich will noch mit dieser goldenen Waffe spielen. Muni ist halt scheiße bei der, ne? Ja. Was hat ein Schalldämpfer, ne? Das könnte wie ein Sniper sein bald. Schaden ist halt schon heftig, ne? Mehr Muni. 17 und 5. Oh. Das passt genau hier hin. Das nicht mehr. Schussfrequenz. Shotgun. 10 und 10 und ja. Geile Upgrades gemacht. Dann geht's auch schon weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch ein Dokument. Das war da oben. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Nee, nicht Federn. Ich will das Überlebensversteck. Ah. Irgendwo hier unten. Da ist es. Haben einfach eh gespammt. Ach nö. Nee. Ciao. Soll ich mir das Shotgun erlegen? Tja, zwei Schüsse, ne? Muss mich ja nicht angreifen, du Mistvieh. Weißt du, wir waren das mit zwei Schüssen einfach tot. Ah ja. Schön. Mit zwei Schüssen ein. Ich muss darüber, glaube ich. Da ist noch was. Ach so, eine Box, okay. Eine Steinkiste. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Ach, toll. Also kein toller Fund. Bergungsgut, nice. Wuhu. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörung. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Brrr.
Jo. Wir haben alles gefunden, bis halt auf das Ding und das ist ein Dokument da. Das kriegen wir aber wahrscheinlich jetzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man in dieses an dieses Secret da rankommt mit den Kürbissen auch. Kein Plan. Aber ich glaube, dass wir vielleicht von hier vielleicht dahin kommen. Und wenn nicht, dann ja, gehen wir erstmal hier lang weiter. Wir sind eigentlich gut. 79% hier abgeschlossen. Der Rest ist bei 100%. Bis auf Sowjetanlage. Aber da fehlt uns halt auch nicht mehr viel, ne? Also, ja, drei Dokumente, ein Wandgemälde, drei Überlebensverstecke. Das ist alles hier in diesem oberen Bereich da, dieser. Da kommen wir wahrscheinlich später hin. Wie ist der Typ überhaupt da unten hingekommen? Wer stellt sich denn freiwillig dahin? Ist ein Dokument. Hallo. Hallo. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder. Aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Mhm. Oh, cool, hier kann man auch springen, oder? Hier ist doch so eine Plattform. Kann ich hier tauchen? Wäre schön, ne? Wäre zu schön gewesen. Hi. Wo muss ich denn... Wo? Hä? Er springt da runter erstmal. Beide sehen sich gegenseitig. Ich sehe mich hier nicht hochklettern. Ja, ja. Oh Gott. Es ist wirklich soweit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen beschaffen. Göttliche Quelle. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese Quelle auch ist, sie muss etwas Wertvolles sein. Aber die Firmentypen sagen nicht viel. Ja, also, behalte es für dich, aber ich glaube, Geld ist nicht ihr Ziel. Hast du Konstantin seine Reden über eine neue Welt und Ruhm abgekauft? Ich dachte, das soll bloß die Truppen motivieren. Weiß nicht. Ich denke, er glaubt das wirklich. Also, haben wir bei religiösen Fanatikern angeheuert? Keine Ahnung. Fanatiker klingt irgendwie, als läge er falsch, oder? Du glaubst das alle? Wer ist das? Wir haben Kontakt! Das war ein Treffer! Minus 1. Also, dieser Pluspunkt von der letzten oder vorletzten Folge ist wieder weg. Es ist wirklich soweit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist minus 32 insgesamt. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheiten beschützen. Göttliche Quelle, Konstantin sucht. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese Quelle. Ich wollte eigentlich nur das Gespräch hören, aber. Tja, dann höre ich das Gespräch halt nicht zu, wenn das Spiel nicht mich lässt hier. Danke, Spiel. Ja, das ist echt unfassbar, ne? Als ob der mich da einfach so sieht. Weißt du, steht 10 Minuten vor mir und ich will dazu hören. Und dann auf einmal, oh ja, ich sehe jemanden.
Kann ich dich runterschmeißen? Nee. Hier ist ein Topf. Ah, okay. Warum kann ich hier auf diesen... Ich kann nicht auf diesen Balken, oder? Minus 33. Na. Es ist wirklich so weit, was? Wenn die nicht hier ist, was? Hab keinen Bock drauf zu warten. Ey, ganz ehrlich, ey, das ist so ein Schmuh. Wo ist denn der Typ? Ach so, der ist jetzt weg. Ach so, ja. Ist hier noch irgendwas? Nö. Was für ein absoluter Schmuh diese Steuerung ist. Eieieiei. Was für ein Schmuh diese Steuerung ist. Hallo? Ich denke mal, da unten ist tot. Jo. Oh, hier geht's nicht weiter. Huch, leck. Bin wohl ein bisschen zu schnell für das Spiel. Sind wir in einem neuen Dingsbums? Sind wir. Oh. Oh, und dann kommen wir hier hin wieder. Ja, guck mal. Das passt. Könnte echt passen. Obwohl. Kann sein, dass wir hier an diesem Turm auskommen. Aber ich glaube, wir gehen hier hin und dann treffen wir hier auf Aina. Aina. Oh. Sie können weder zu tief noch zu schnell. Vorsicht, wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Bei allem Respekt, falls alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu gut. Ich hol meine Pistole. Er muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna.
Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle! Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Hey. Kann ich bitte weiter auf dich schießen? Hallo? Komm doch mal zurück. Hallo? Hä? Cool, die Textur da oben. Hä, das ist wie so ein Gitter. Ihhh, voll der Bug. Oh, hier ist ein Dokument. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Wenn du weiter so laberst, dann brech ich gleich. Kann es sein, dass es da sehr tief runter geht? Wir könnten ja mal so spaßeshalber da runterspringen einfach. So ganz lustig. Oh, er ist tot. Fünf Prozent abgeschlossen. Hehehehe. Ich habe Schritte gehört. Das ist er. Das muss er sein. Fledermäuse. Erstmal ein Lagerfeuer. Gönnen. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Okay, wir brauchen zweimal Bärenfell übrigens. Und, ja, 20 Leder. Dann könnten wir auch mal Inventar upgraden. Okay. Dann... Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Griechisches Feuer, das habe ich doch schon irgendwann mal gehört. Oh, dieser Geruch. Oh nein, lebendig verbrannt. Oh. Na? Dich ein bisschen angekugelt, ne? Oh, Na? Oh Gott! Nicht so, ey!
kann ich... nicht so... Sein Kopf ist schwarz geworden. Ich habe ihn neu löst, oder? Wait, kann ich den allen Kopfschuss? Ne, die meisten sind schon tot. Hey! Danke! Wer könnte das getan haben? Tja, die Unsterblichen. Was zum Teufel ist das? Alter. Das ist ja wie die bei der Sturmwache da. Alter. Diese Gefäße. Die Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte. Ja. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes. Die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen. Und das Werk des Propheten fortzusetzen. Ja. Mal ganz kurz was gucken. Okay, okay, alles gut. Ich muss gerade OBS checken. So. Ja. Wie sieht der runter? Guck auf diese Pflanzen so. Hallo! Hallo, ich bin Lara! Okay. Das ist irgendwie. Irgendwie ist das viel zu einfach. Irgendwie glaube ich, dass wir jetzt einstürzen. Nee, okay. Alter, das ist 100 pro eine Arena. Erstmal das Dokument gönnen. Mit dem Tod des Kaisers fiel der Prophet in Ungnade und wir wurden gezwungen, in der Dunkelheit der Nacht den Weg ins Exil anzutreten. Der neue Kaiser missbilligt den Propheten. Die Ritter des Trinity-Ordens konnten somit nicht mehr aufgehalten werden. Wir flohen in Richtung Wüste, um neu anzufangen, als der Trinity-Orden uns überfiel und den Propheten ermordete. Ich sah ihn sterben. Wir brachten seinen Körper in eine Höhle in der Nähe der Oase und begannen voller Trauer, ihm ein Grab zu errichten. Der Trinity-Orden wird nicht aufgeben. Sie wollen nicht nur den Tod des Propheten, sondern auch die Mysterien der göttlichen Quelle ergründen. Sie werden zurückkehren. Aber in unserer dunkelsten Stunde ist der Prophet auferstanden. Er hat den Tod besiegt und wird nun auch unsere Feinde besiegen. Nice. Tja. Was sollen wir anders machen, als jetzt darunter zu springen? Freigeschaltet, der Schlüssel zu allem. Ziel erfasst. Angriff! Die anderen Teams sind nicht in Position. Keine Zeit. Wir müssen das Paket sichern, bevor sie entkommt. Bringen Sie doch endlich jemand um! Ich bin bereit. Sprengsätze legen. Zünde! Los! Hui! Kontakt!
Bei mir. Hui. Hui. Dampf oder Rauch. Na, hier noch alles zu finden, ne? Ja, ich hätte ja auch jetzt alle mit Shot, mit One-Shot killen können, aber ich wollte mal ein bisschen Spaß haben. Ich habe das gerade durch die Fenster geworfen. Gut. So geht's auch. Okay, wir sind gerade hier so runtergekommen, haben diesen Bereich geklärt und hier müssen wir jetzt weiter. Okay, also wir haben keine Herausforderung hier, ne? Nee. Liegt Truhen, okay. Ich guck mal gerade, ob ich hier noch irgendwas sehe. Wir haben so unseren geilen View hier, aber ich sehe gar nichts. Irgendwie glaube ich... Ich habe keine Sichtkontakt. Aua! Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit. Croft hat das Paket. Bleibt denn hier dran? Fünf Leute. Durchbrechen und sichern. Schnell. Rauchgranate. Sobald sie offen ist. Wo seid ihr denn? Ach da! Hi! Köpfchen! Kopftreffer mal 8, 105 EP, nice! Ich kämpfe halt nur mit der Pistole, ne? Das ist unfassbar. Ich kämpfe halt echt nur mit der Pistole. Wir haben noch 56 Schuss. Heilen müssen wir uns auch nicht. Ich wünschte, dass dieser Effekt, dieser Überlebenseffekt noch viel länger anhält. Das war so geil in Shadow of the Tomb Raider. Da hatten wir diese Fähigkeit früher bekommen. Also, ich denke mal früher. Und die war halt super geil dafür. Ich sehe hier nichts, was hier... Sind das eigentlich Schriftrollen oder sind das Wein? Das sind Schriftrollen. Schön, dass die jetzt alle zerstört werden. Aber... Oh, hi. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch was ist. Ich sehe auch echt nicht viel.
Hallo. Ja, wie es hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und tschüss.